Im Meisterschaftsspiel der zweiten Klasse Nord zwischen dem SV Liefering und den in Weiß spielenden SV Pyrmos zunächst einmal die Gäste, die mit Michael Abt im Tor beginnen am Ball. Logischerweise steht es 0:0. Pass. Aber der Ball ist zu weit vorgelegt. Stefan Trevic im Tor. Der Gastgeber wäre da chancenlos gewesen. Dann die 24. Minute. Kontermöglichkeit. Könnte abziehen. Scheitert zunächst an der Abwehr. Nachschuss. Pass und Tor! 1:0. Herrlich gemacht. Durch Abdel Kalek Youssef, der die Geste mit 1:0 in Führung bringt. Keine Chance für Stefan Trevic, da irgendetwas zu machen. Dann wieder eine Aktion. Pass. Und da gibt es einen Foul und somit logischerweise 11 Meter für den SV Liefering. Das Duell lautet Mirza Omarovic gegen Michael Raab. Mirza Omarovic trägt übrigens die Nummer 5 auf Seiten des SV Liefering. Läuft an, Schuss und Tor! Da ist der Ausgleich zum 1:1. Michael Raab im Tor des SV Pyrmos 1b war geschlagen und das 1:1 war der Spielstand nach 45 Minuten. Die zweite Halbzeit begann aus Sicht der Gäste optimal. Schuss und Tor! Herrlich gemacht durch Tobias Schramböck, der die Gäste erneut mit 2:1 in Führung brachte. Und auch dieses Tor war absolut verdient. Auch in der zweiten Halbzeit gab es eine ähnliche Situation. Wiederum der SV Liefering am Ball wird im Strafraum zu Fall gebracht und auch dieses Mal entscheidet der Schiedsrichter erneut auf Elfmeter für die Gastgeber des SV Liefering. Das Duell lautete erneut Mirsad Omeracic gegen Michael Raab. Läuft an Schuss und abgewehrt. Herrlich gemacht von Michael Raab, dem Torhüter des SV Pyrmos 1b, der dieses Mal im Duell mit dem Torschützen zum 1:1 Sieger blieb. Somit blieb es beim Spielstand von 2:1 für die Gäste aus Pyrmos. Doch in diesem Spiel sollte noch der Ausgleich fallen. Schöne Aktion, wird hier alleine gelassen. Was zur Mitte? Schuss! Und da ist das 2:2. Dieses Mal herrlich herausgespielt und mit dem Selemoske war der Torschütze der Endstand 2:2 in dieser Begegnung.